Willkommen zurück in Grand Soren. So, nachdem wir ein wenig viel Zeit beim Einkaufen vertrödelt haben das letzte Mal, geht's jetzt also zur Vasallengilde? State your business. Ja. Pawn Guild, is it? Yes, wir wollen to the Pawn Guild. All right, through here and to the left. Just don't make a nuisance of yourself, eh? Okay, wir sollen keinen Ärger machen. Nach links gehen und keinen Ärger machen. Also nach links gehen, kein Problem, keinen Ärger machen, weiß ich nicht. Kann ich das versprechen? Kommt drauf an, was dieses Programm von mir will. Aber ich habe nicht vor, Ärger zu machen. So, das Handwerkerviertel. Hol's mal ein bisschen um. Oh, da leuchtet uns grün ein Quest entgegen. Gehen wir doch gleich mal hin und sprechen mit dem Herrn. Oh, der sieht aber nicht gut aus. Der sieht ein bisschen unglücklich aus. Ich spreche ihn mal an. Merciful Maker, please, please no. Oh Gott. Sir, I know it is not a matter fit to thrust upon a passing stranger, but please, I ask only that you listen a while. Just a short while. Natürlich, klar, hören wir dem Mann zu, verzweifelt wie er ist. Kann man ja gar nicht anders, oder? Thank you, sir. Komm, erzähl, Austin. This child is. It is my son. Was my son. His heart stopped not a few hours past. Ach du je, da lag doch einer auf dem Boden, das ist sein Sohn und der ist offensichtlich gestorben. Always weak, his sweetheart. Since he was but a babe. I had long known he would not live long. Okay, er schien nicht schon von jeher nicht der widerstandsfähigste zu sein. To watch him slip from my grasp, I am left with naught but rage at my impotence. Okay, das ist natürlich verzweifelt, der Austin ist ja auch völlig klar. Fain to try any means that I might to bring him back, I look to magic, even curses. Okay, und um seinen Sohn wiederzubeleben, hat er nach Magie geguckt sogar. Im Bereich der schwarzen Magie. Anything to bring him back to me. I know it for madness, but still I... Okay, und er würde alles tun, um seinen Sohn wiederzubringen, auch wenn es Wahnsinn ist. Ist ja klar. Here. Pray. Accept these, sir. Okay, jetzt hat er uns was gegeben. The first of those stones I bought from a merchant my son and I passed in our travels. Okay, da geht's um einen Stein, den er bei einem Händler gekauft hat. He spoke of a powerful magic within it. Gather rocks such as this together, he said, and even the dead shall wake. Okay, diese Steine haben mächtigen Zauber. Wir brauchen mehrere und dann können wir Tote erwecken. Not that I am one to blindly believe in such tales, mind. Yet still, I thought there no harm in trying. Ja, selbst wenn Austin nicht abergläubisch ist, will er es doch versuchen. And so I searched. But by the time I found a second, the whole pursuit rang hollow. Okay, aber er hat bloß zwei von diesen Steinen gefunden und hat dann aufgegeben, weil es ihm sinnlos erschien. It is a vain hope to seek immortality in such trinkets, I know. I felt a fool for having ever believed it. Ja, jetzt mittlerweile ist er unsicher, ob das wirklich tut oder nicht. So, Lazarussteine sind wundertätige Gegenstände, die euch selbst und jeden anderen wieder zum Leben erwecken können. Das ist doch mal eine coole Sache, oder? Ha. Jeden Lazarusstein ist wertvoll. Ha. Jeder Lazarusstein ist wertvoll. Die Splitter sind schwer zu finden und jeder Stein kann nur einmal eingesetzt werden. Sammelt genügend Splitter und sie werden sich von selbst zu einem kompletten Stein zusammensetzen. Also, und wir haben hier einen Splitter bekommen. Gut, wir werden den Mann versuchen zu helfen. Ich sag den Poison Sky dazu, oder? I've been at my wandering a year now. Ach, jetzt schleppe ich die ganze Zeit den armen Kerl mit mir rum, weil ich diese Quest angenommen habe. Das ist wirklich blöde. Oh, ich habe den Quest angenommen, deswegen tue ich den Rainer die ganze Zeit mitschleifen. Das ist jetzt nicht so gut. Müssen wir den dann erst zum Großwall bringen? Ja, das ist ja blöde. Ah, hey, echt, man sollte einfach nicht so gierig sein, was die Quests angeht. Jetzt muss der mit in Grabenbruch. Ich hoffe, dass der das überlebt. Bin mal gespannt, wie die Geschichte dann weitergeht. Jetzt sprechen wir mal hier diesen Herren an. Welcome, Arisen. We have awaited your coming. Das ist Barnaby, ein Vasalle. Seht ihr, an seiner rechten Hand hat er dieses Vasallenzeichen. This pawn is called Barnaby. I tend to the affairs of the Pawn Guild. Das ist wohl der Chef hier von der Gilde. The guild serves as a place of rest for pawns.
and as the gate to the Everfall. Ja, und die Gilde dient als Ort der Rast für Vasallen und als Tor zum Grabenbruch, Everfall. The Everfall lies beneath Grand Sorin. It is a place of great importance to our kind. So, und der liegt unterhalb von Grand Sorin und ist ein bedeutender Ort für das Volk der Vasallen. But for now, let us rejoice in the coming of the Arisen. Jetzt du lass mal jubeln, weil ich da bin. Ja, und das Licht der Legion leite. So, da haben wir das gemacht. Und jetzt könnte ich mit dem Herrn hier sprechen. Oh je. Und in die Everfalls gehen. Aber wir haben den Reynold hier an der Backe. Reynold, was machen wir denn? Der rennt mir jetzt die ganze Zeit hinterher, weil ich ihn zum Großwall bringen soll. Gehen wir erst zum Großwall? Ich weiß nicht, was passiert, wenn der in den in den Everfalls zu Tode kommt. Ach du meine Güte, was habe ich da gemacht? Da, Yeti ist schon ganz ungeduldig. Habt ihr gesehen, wie sie mich anwinkt? Das ist egal, wir sprechen jetzt erstmal mit Barnaby. Barnaby, erzähl mir. It grieves me to burden you, weary from the road as you must be. But I fear trouble brews. Oh, da ist ein Unheil im Anzug. I would beg your assistance in this matter, Arisen, if it please you. Und er braucht unsere Unterstützung. Na, da hören wir doch zu. You have my thanks. So, kleine Spielszene. Jetzt halte ich mal die Quassel. Beyond lies the Everfall. An ancient place that sleeps beneath Grand Sorin's stones. Gut, da unten ist der Grabenbruch. We pawns have long served as keepers of the entrance to this place. Vasallen bewachen den Eingang. But since the dragon's coming, a strange aura has filled the Everfall. A presence. Okay, aber seit der Drache wieder aufgetaucht ist, ist da unten irgendwas nicht in Ordnung. Da erfüllt eine seltsame Aura den Grabenbruch. Irgendeine Präsenz. If it be some omen of evil to come, we cannot allow it to go unchecked. Okay, und Barnaby wertet es als schlechtes Omen und das muss überprüft werden. I ask that you seek out the cause of the change or some proof of what's happened. Okay, und wir sollen mal gucken, was da unten los ist. The Everfall is a place unique unto itself. This is not a simple task, nor a favor I ask lightly. Der Grabenbruch ist ein einzigartiger Ort. Dies ist kein einfaches Unterfangen, kein Gefallen, den ich leichtsinnig erbitte, sagte uns. Which is why I ask you, Arisen. Please, lend us your aid. Klar stehe ich euch bei. Logo. Jetzt gucken wir erstmal, ob wir hier irgendwas holen können. Guck mal, da leuchtet doch was. Ja, das ist immer wichtig. Gucken, kleiner Geldbeutel. Kleiner Geldbeutel. Ja, da gibt's nichts mehr. Was mache ich nur mit diesem Händler jetzt? Wir sammeln es erstmal ein. Und dann nehmen wir ihn einfach mit. So. Gucken halt mal, was passiert. Da ist wieder so ein Stuhl der Weisheit, wo ich meine Vasallin. Aber es macht, gefällt mir eigentlich ganz gut, wie Sieti macht. Barnaby? Wir machen jetzt los. Nehmen wir also die Lampe. Benutzen sie. Und dann geht's auf in den Grabenbruch. Ein tiefer, unheimlicher Ort unterhalb von Grand Sorin. Da bin ich gespannt. Schaut's euch an. Ob ich vielleicht mit der Stimmung wegen die Mucke ein bisschen lauter machen soll? Sound, Musik? Oder? Ja, gut. Nö, ich will es jetzt speichern. Mit A. Oh Mann, Konsole. So, sollen wir gucken, wie sich der Grabenbruch mit unserem Händler verträgt. Schaut mal da runter. Wie tief es da runter geht.
Und da kann man auch runterfallen. Ich sag's euch. Deti, pass auf. Man kann runterfallen und dann ist man tot. Das überlebt man nicht. So. Jetzt. Spinne. Na ja, klar, da wird allerlei kräuchen und... Noch mehr Spinne. Ups, Vorsicht. Spinnengift. So. Da ist noch eine Spinne. Nicht, dass die mich wieder vergiftet. Mit der Vergifterei habe ich es ja. Ich lach's jetzt einfach alle. Gibt Punkte. 11 EPs. Naja, gut. Ich glaube nicht, dass Spinnen das Einzige sind, was es hier unten gibt. Glaubt ihr das? Eher auch nicht. Also gehen wir mal lieber ein bisschen vorsichtig voran. Mal auf die Karte gucken. Sehen wir was? Ja, das geht einfach nur im Kreis. Okay, hatte. Gut. Oh. Die wieder. Oh, es ist spannend. Weiß nicht. Oh, da gibt's. Da gibt's Gaben. Gut schlagen hier. I'll take that. Ja, nehmt alles mit, Mädels. Ihr müsst euch um eure Heilung selbst kümmern. Ich habe ein bisschen geschlampert beim Einsammeln. Also meine Damen, auch ihr habt ein Schwert. Ihr könnt da ein bisschen mithelfen. Die kommen hier. Ja, die Monster. Oh, große Nuss. Mit der großen Nuss und einer Flüssigkeit kann man Rauchbalsam machen. Rauchbalsam ist etwas, was ein Heiltrank für die ganze Gruppe. Das irgendwann müssen wir mal Tränke brauen. So. Ach, guck mal an. Schau mal, da ist einer aufgewacht. Ja. Und Edith hat uns Feuer gegeben und das scheint gut zu wirken. Ja. Rostige Platte. What's that? Oh. Hört ihr da was? Hört ihr das? Also große Nuss immer einsammeln. Große Nuss ist wichtig. So. Ich höre da was. Das klingt nicht gut. Also mal lieber langsam vorwärts. Ja, und das verschlagen wir jetzt auch hier. Da noch was drin? Nee. Okay, da geht's nach links. Und was ist da? Mal gucken. Oh. Da sind Gerippe. I wonder what's inside. Geldbeutel nehmen wir mit. Undead, yes, Yeti, I see. Im Inneren gibt es eine Geheimtür, sagt Yeti. Also wir gehen jetzt mal hier rum. Oh, da ist irgendwie Zauberer. Da ist ein Helmsplitter. Ach, das ist Yeti, da. Feuer hilft und unserem Händler geht's noch gut, den wir da jetzt am Rockzipfel haben. Meine Güte. Ach ja, stimmt, Yeti kennt das ja alles schon. Die hatte dieses Wissen ja quasi geerbt. So. Da, guck mal. Skelette. Da hauen wir doch einfach mal drauf. Und wieder ein neuer Gegner. Skelette, die hat man, glaube ich, noch nicht, gell? Ah, Junge, die kriegen was ab. Ja, 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 ja. Geht hier Feuer. Eis? Ich weiß nicht, ob Eis das Richtige gespritzt hat.
Ja, und der Rainer, der läuft da so schön und cool rum und hält sich raus. Das ist gut, dann haben wir eine Chance, den wieder mit heimzubringen. Bevor wir den dann da hinbringen, wo immer er hin muss. So. Gucken wir uns diese ganzen Kisten hier noch an, was es da so gibt. Und dann würde ich vorschlagen, machen wir Schluss für heute. Sind ein wenig durcheinander, da sind schon wieder Skelette. Und wie ihr wieder hört, die haben alle ihre ganz eigenen Geräusche. Das heißt, die Skelette klingen immer so. Wenn man dann später nachts unterwegs ist, dann kann man anhand der Geräusche erkennen, welcher Gegner auf einen zukommt. Weil nachts sind die Gegner echt übel. Und man sieht wirklich nicht viel. Des Nachts. Zauberlappen. Sammeln. Hm? Ah, das läuft doch schon ganz gut. Reinhard ist immer noch gesund. Das ist wichtig. Weil den brauchen wir. Den Reinhard. Das ist einer der besten Händler. Den können wir jetzt nicht hier im Grabenbruch verlieren. Und wenn müssen wir... Ja. Dann bin ich gespannt, was dann passiert. Weil ich kann nicht zurück auf den alten Speicherstand. Dieses Spiel hat einen Nachteil. Es lässt immer nur einen Speicherstand zu. Also speichert einmal ein eigenes, also einmal die Kontrollpunkte und dann das, was man selber speichert. Und diese zwei Speichermöglichkeiten gibt es. Und man kann dann einfach nicht mehr zurück, was unter Umständen sehr, sehr ärgerlich ist. Aber ich denke, heute soll es mal reichen so. Ich weiß nicht, habe ich jetzt den Mauszeiger die ganze Zeit mit aufgenommen? Also für heute soll es einfach mal genug sein. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis bald.